der hat wirklich zu kämpfen hier. Nicht mal, obwohl die Maschine aus ist, kommt er hier kaum den Berg hoch. Brutal, brutal. Herzlich willkommen zur zweiten Folge auf der Grünfelderland im Landwirtschaftssimulator 2022. So, wie letztes Mal angekündigt, habe ich natürlich das Feld fertig gepflügt und jetzt müssen wir auch schon wieder zum Shop und uns einen Steinsammler organisieren, um dann die Steine vom Feld zu holen. Ich habe auch schon überlegt, ob wir hier auf dem Hof ein, zwei Produktionen draufkriegen. Ich habe keine Ahnung, ob der Platz dann reicht. Da müssen wir mal gucken. Oder zumindest ein paar Tierställe, vielleicht Eier oder so. Aber ich glaube, das machen wir erst dann, wenn wir unser ganzes Gerät mal gekauft haben. Jetzt werden wir zum Shop fahren, uns einen Steinsammler organisieren und vielleicht, was brauche ich noch? Ich glaube, ich habe das Gewicht vorne dran, oder? Ja. Aber ich glaube, ich werde trotzdem gleich noch eine Walze kaufen, weil die brauchen wir sowieso und dann haben wir das schon erledigt. Fahren wir gleich hier rein. Müssen wir nicht außen rumfahren. Was war denn das für ein Geräusch, ey? So. Ist keiner da, aber wir machen einfach mal Selbstbedienung. So, Steinsammler und Walze. Hier haben wir die Matador 610S. Die hat 6 Meter Arbeitsbreite. Ne, Walze ganz normal kaufen. Da könnte ich natürlich jetzt ein kleines kaufen, aber wir investieren in die Zukunft. Wir nehmen gleich den großen. Ist besser. Subi, dann stellen wir das Gewicht ab, machen vorne die Walze dran, hinten den Steinsammler. Und dann passt das auch schon. Ups, da waren wir ein bisschen zu schnell. So, ab die Post. Dieses ganze Steinsammeln finde ich gar nicht so schlecht. Gibt so ein bisschen neues Feeling im LS. Ein bisschen mehr Realismus. Also wenn ich manchmal... Was ist denn jetzt passiert? Ups. Wenn ich manchmal auf den Feldern sehe, wie viele Steine da tatsächlich rumliegen, denke ich mir auch, jupp, die müssten mal weggesammelt werden. So, ab die Post, zurück zum Hof. Oh, die Walze ist ein bisschen schwer. So ein bisschen frontlastig. Ein bisschen arg sogar. Okay, vorsichtig fahren. Kommen wir auch an. Also ich habe jetzt mal mit Absicht nichts gesagt. Ich bin ja immer noch so ein bisschen geflasht von den ganzen Sounds, die LS eingebracht hat. Also ich bin jetzt gerade über diesen Holperweg gefahren. Das ist schon richtig nice, ziemlich realistisch, alles wie die ganzen Dämpfer arbeiten. Ist richtig cool. So, Walze weg. Und auch die Sounds von den ganzen Traktoren, von den Maschinen, richtig gut gemacht. Ihr könnt es vielleicht gleich nochmal hören, wie es hier wackelt und... Finde ich schon richtig gut gemacht. Also, aber warte mal, hier gibt es, glaube ich, noch irgendeine Funktion. Hier, Innenansichtskamera Federung an. Bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Nichts, oder?
Keine Ahnung. So. Dann werden wir uns dran machen, die ganzen Steine vom Feld zu sammeln. Ich weiß natürlich, dass nicht überall Steine liegen. Ich werde trotzdem alle Steine, das ganze Feld abfahren. Weil es eben gleichzeitig auch gegrubbert ist. Und man eben die Steine auch nicht überall gleich sofort sieht, sondern die eine relativ geringe Sichtweite haben. Dadurch ist es ein bisschen schwerer zu sehen, wo jetzt genau die Steine liegen. Und nachher fährt man drüber, dann vergisst man wieder was. Darauf habe ich keine Lust. Vor allem ist es dann auch gleich gegrubbert. Das ist halt mega nice. Ja, auch beim Steinsammler merkt man natürlich das Gefälle. Er geht direkt von 15 km/h runter auf 11. Ist natürlich nicht so toll. Braucht man ein bisschen länger zum Arbeiten. Deshalb werden wir auch hier gleich Querbahnen fahren. Und dann sollte das Ganze ein bisschen flotter vonstatten gehen, beziehungsweise konstanter. So, fangen wir direkt an. Natürlich sind 5,50 Meter Arbeitsbreite jetzt nicht wirklich der Hammer. Aber ja, größer geht halt nicht, ne? Steinsammler sind ja auch noch gar nicht so lange im realen Leben, glaube ich, auf dem Markt. Also ich habe mal eine Dokumentation darüber gesehen. Fand ich schon beeindruckend. Aber da haben viele Bauern sich eben in Zweckverbänden zusammengeschlossen und haben die dann benutzt, weil sie für den einzelnen Landwirt gar nicht rentabel sind. Für die Dauer, wo man das Gerät braucht und den Anschaffungspreis. So, ich werde euch jetzt mal nur noch ein bisschen mit den Bildern alleine lassen. Und dann sehen wir uns spätestens wieder, wenn wir fertig sind mit Steine sammeln. Ich habe jetzt noch ein zweites Vorgewende gefahren, weil drüben an dem Feld, zu meinem Nachbarfeld, ist einfach der Abstand immer ein bisschen zu gering, um einfach zu wenden. Und so möchte ich verhindern, dass ich dort weiterhin Frucht kaputt fahre, weil ich habe da schon 3-4 Stellen, wo ich einfach in das Feld aus Versehen reingefahren bin beim Wenden. Und so will ich das halt ein bisschen verhindern. Wir sind auch bald schon bei 80% Steinen im Tank, also das Tank im Lager. Ich habe noch keine Ahnung. Ich nehme mal an, ich werde sie sammeln und dann irgendwann zu Kalk verarbeiten. Oder ich werde sie tatsächlich verkaufen, aber ich glaube, verkaufen lohnt sich nicht so richtig. Da gibt es nicht so viel dafür. Ah, 90 Euro beim Kieswerk. Ist jetzt nicht so toll. Ich glaube, das sammle ich lieber und baue mir dann
einen Steinbrecher und verarbeite die zu Kalk. Da gab es einen Mod, den habe ich mir auch runtergeladen, den habe ich aber ein bisschen modifiziert, das heißt, meine arbeitet ein bisschen schneller und spuckt, glaube ich, auch ein bisschen mehr Kalk aus. Einfach ein bisschen für meine Bedürfnisse angepasst. Ich werde jetzt mal das Feld voll fertig Steine sammeln, das dauert ein Weilchen. Und euch hole ich dann gleich wieder dazu, damit es euch nicht langweilig wird. Fast fertig mit dem Feld, aber es wird nicht reichen. Ich werde nochmal abtanken fahren müssen oder abladen. Leider reicht es nicht. So ein bisschen was bleibt über. Das ist ziemlich schade. Aber so ist es halt. Müssen wir gleich nochmal hinfahren und den letzten Rest da unten dann zusammensammeln. Ich hatte zwischenzeitlich schon mal abgetankt. Alter, der hat wirklich zu kämpfen hier. Nicht mal, obwohl die Maschine aus ist, kommt er hier kaum einen Berg hoch. Brutal, brutal. 4000 Kiloliter, wie auch immer, haben wir jetzt schon zusammen an Stein. Ich habe die mal einfach hier auf den Parkplatz geworfen. Parkplatz brauchen wir sowieso nicht. Und da sieht man sie auch gut. Und da kann ich sie später auch wieder super mit dem Frontlader aufsammeln, wenn es soweit ist, und sie irgendwo anders hinbringen. Wir werden jetzt gleich nochmal auf Shopping-Tour gehen. Heißt, Sämaschine kaufen, Saatgut kaufen, um dann ja, am nächsten Ingame-Tag, das heißt, beziehungsweise im nächsten Monat, im September, die Aussaat machen zu können. Ich werde wahrscheinlich Gerste oder Weizen ansäen, aussäen. Und mir dann nächstes oder nach der nächsten Ernte werde ich mir dann wahrscheinlich einen Hühnerstall zulegen. Weil dann habe ich ja schon das Futter für die Hühner, muss mir da nichts zukaufen. Und es sollte auch dann, die Ernte hier von diesem Feld, sollte dann auch ein Jahr reichen. Sodass man vielleicht auf dem anderen Feld da drüben irgendwas anderes anpflanzen können. Oder ich pflanze da auch das gleiche an. Und ja, dann kommen wir aber in so einen Monokulturteil rein. Das will ich eigentlich nicht. Also ich möchte schon ein bisschen Abwechslung in den Pflanzenarten haben. Das müssen wir aber dann mal schauen. Am besten mal schauen, was da früher zu ernten ist, damit wir da mehr Luft haben. So, fertig. Können wir eigentlich jetzt mal kurz reingucken? Ich glaube, der braucht sowieso eine Weile da. Und wie wir sehen, es bringt gar nichts, weil die beiden relativ lange brauchen, bis sie geerntet werden können. Also sie brauchen beide fast ein Jahr bis zur Ernte. Bei der Gerste haben wir ein bisschen mehr Zeit, ist aber nicht viel. So, macht es für mich eigentlich Sinn, dass ich mir einen Steinsammler gekauft habe? Das ist eine gute Frage. Ja, weil ich habe keinen Bock, immer hin und her zu fahren. Und mir dann... Ja, jetzt kommt wieder diese Meldung, ey. Ich weiß jetzt nicht, warum die... Jetzt geht's wieder. Und wenn ich da hinfahre, dann funktioniert es auch. Dann kann ich trotzdem abkippen. So. Für mich lohnt es sich, so einen Steinsammler zu haben, weil ich mag es nicht, immer die ganzen Sachen mieten zu müssen oder so. Stelle ich mal hier hinten rein, den brauche ich nicht so oft.
Der Pflug könnte eigentlich auch hier hinten rein. Aber naja. Lassen wir mal vorne stehen, dass hier unser Hof auch ein bisschen belebt aussieht. Wir haben so wenig Equipment und so wenig Sachen, die rumstehen. Wir sind beim Shop angekommen. Ich schaue mir gerade auch rein wegen Gruppern, weil da hatte ich ja auch einen Mod drin, den Lizard PB3081. 8 Meter Arbeitsbreite. Kann man in verschiedenen Varianten kaufen. Schwarz, grau und hellgrau. Sieht so ein bisschen altmodisch aus, ist aber ganz cool. In der Option schwere Ecke. Kaufen 9000 Euro ist nichts. Sätechnik. Hatte ich ja gesagt, ich will gerne die Lampkin kaufen. Das ist Solitär 12. 165.000 Euro. Rein damit. Die hat 5800 Liter Saatgutvolumen. Kaufen wir Big Pack. 5000 Liter reicht erstmal. Nun ist das Ganze ein bisschen mehr abschätzbar. Wir haben noch 65.000 Euro für Düngen, Kalken. Das wird ein bisschen knapp. Moment, ich nehme glaube ich erstmal die schwere Ecke vorne dran. Muss ich wieder einmal weniger rumfahren. Ja, so schwer ist sie wohl auch nicht. Es geht. Was ist das für Geräusche, ey? So. Ups. Hat sich gerade angehört nach so einem Rennauto irgendwie, so einem Straßenbolide. Und das hier auf Grünfelder Land. Da müssen wir ein bisschen umparken. Also ich glaube, mit der Sämaschine werde ich ziemlich gut fahren. Gehört? Habt ihr das gehört? Da war es schon wieder. So, gut. Ab nach Hause und dann machen wir für heute auch Feierabend. Dann räumen wir mal das schnell das Zeug hier auf. Warte mal, die Lampkin können wir doch neben den Lampkin-Pflug stellen. Das sieht doch bestimmt toll aus. Jawollo. Den Krupper können wir hier in das andere, in den anderen Platz reinstellen. Ist genug Platz vorhanden hier auf dem Hof. Und den Trigger, den stellen wir ans Haus. Der passt leider nicht in die Garage. Ich habe schon probiert. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.